Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video möchte ich gerne das Thema fortsetzen aus dem ersten Teil, nämlich Tendenzen im Vertrieb oder Tendenzen im Verkauf. Vertrieb ist kein glückliches Wort, weil da drin das Wort Vertreiben drin steckt. Und hier kommt also der Teil 2. Wir leben ja längst in einer globalisierten Welt. Und Globalisierung bedeutet auch, dass sich Kulturen und damit Überzeugungen und Wertmaßstäbe vermischen. Und wenn wir mal schauen, dann haben wir auf diesem Planeten sogenannte abschlussorientierte Kulturen und wir haben beziehungsorientierte Kulturen. Die extremste abschlussorientierte Kultur sind wahrscheinlich die Vereinigten Staaten von Amerika und die extrem beziehungsorientierte Kultur ist wahrscheinlich Japan. Was heißt abschlussorientierte Kultur? Das heißt, let's get down to business. Smalltalk comes later. Also lass uns das Geschäft abschließen. Smalltalk können wir nachher immer noch machen. Und beziehungsorientiert an der anderen Seite des Pols bedeutet, ich muss sie als Menschen erstmal kennenlernen. Das kann über Wochen und Monate, kann dieser Prozess dauern. Und in diesen Wochen und Monaten darf man auf gar keinen Fall über das Geschäft reden, sondern es geht um die persönliche Beziehung. Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches, nämlich, dass wir eine Tendenz haben von der Abschlussorientierung zur Beziehungsorientierung, auch und gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das passiert durch die Netzwerke, durch Facebook, Xing, LinkedIn und viele, viele andere Netzwerke, die es gibt, auf der Millionen von Menschen mittlerweile vernetzt sind, gilt die eiserne Regel: erst die Beziehung, dann das Geschäft. Erst den Menschen persönlich kennenlernen und dann über das Geschäft reden. Also eine Tendenz von der Abschlussorientierung zur Beziehungsorientierung. Das war's. Wenn Sie sich für mich und meine Arbeit interessieren, dann schauen Sie doch mal auf www.spaßlerndenk.de. Meine Profilierung: ich bin Schnelllernexperte. Das heißt, habe mich spezialisiert darauf, betriebswirtschaftliches Wissen, so wie dieses hier, schnell und prägnant auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank, alles Gute. Mein Name ist Marius Ebert.